Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Gastplay von World of Tanks. Ich bin Sonossi und kommentiere heute den AMX M449, gespielt von Kurt W. Ja, der neue 8er Premium Heavy der Franzosen. Wir befinden uns auf dieser wunderprächtigen Map Flugplatz. Jo, T8 Top Tier, keine Artis, ja, das Leben ist doch einfach schön. Jo, gucken wir mal. Zum Panzer, ja. So halbwegs niegelnagelneu die Schüssel. Wir können uns mal eben die Knifte angucken. Also, wir haben eine AP mit 232 Durchschlag, 300 Alpha-Schaden. Und 263 Durchschlag mit 300 Alpha-Schaden mit APCR und 100mm Sprenggranate HE, sprich 50 Durchschlag, 400 Alpha. Jo, 100mm Knifte drauf, das ist eigentlich der Draw, was irgendwie überall drauf ist. Tolle Gun, relativ genau, 0,36 Genauigkeit. Ja, knappe 10 Sekunden Reload müsste das Ding haben, je nachdem, was für eine Crew da drauf ist, so um den Dreh. Höchstgeschwindigkeit, 40 Klamotten, man sieht hier schon, 26 fährt er jetzt halt, wenn ein bisschen was mit drin ist, wenn nicht ganz ebenes Gelände ist, schwieriges Gelände, da ist er dann ein wenig langsamer. Hat eine affengeile Panzerung, das Ding. Ja, ich weiß, es ist ein Franzose, die müssen da irgendwas aus irgendeinem anderen Land importiert haben, dass die Karre auch mal so aushält. Nein, Spaß beiseite. Also der hat auch wirklich Panzerung. Also man braucht, sage ich mal, wenn er halbwegs gewinkelt steht, so, jetzt bin ich auf seiner Sicht, so, ja, ich sag mal, so um die 250 braucht man da schon ungefähr halt, ne. Also Turmfront hat 250 selber. Die Wandpanzerung sind 190, aber durch die Winkelung, die da oben drauf ist, also brauchst du so 250, 260, um da wirklich durchzukommen. Jo, gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Also ich bin mal sehr gespannt. Ich habe ihn noch doch einmal kurz bei Old im Stream gesehen, da hat er den mal gezockt gehabt. Ansonsten habe ich den noch gar nicht gesehen. Und ich lasse mich einfach mal jetzt wirklich überraschen. Ja, Map Airfield natürlich, tolle Map. Gerade ohne Artis macht das noch viel mehr Spaß. Und man sieht auch, die haben nur einen fetten TD auf der Gegenseite, den JP2. Und der ist nicht da, glaube ich. Wo steht denn der überhaupt? Ist der, wo war denn der offen? Ja, man sieht wieder nichts auf der Minimap. Ich glaube auf E8, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber gucken wir gleich nochmal. Ne? Dementsprechend kann man dann hier sehr gut stehen. Meistens steht ja immer noch irgendwas bei B9. Was da kurz hinfährt, aber nun, schauen wir mal, wie sich's entwickelt. Ja. Unsere TDs sind natürlich wieder hinten auf. Ah, da ist der JP2. Ach, guck einer an. Ja, da sollte man jetzt vielleicht nicht rausfahren. Obwohl das hinter diesem Stein, der Stein ist ziemlich cool, muss man sagen. Weil der halt so leicht abschüssig ist, wenn man da rausfährt. Oh ja, das könnte in die Seite gehen. Das geht in die Seite. Nein, das geht nicht in die Seite, aber da können wir durchschießen. Alter, hätte ich mal das Maul gehalten. Na gut, da könnte man rein theoretisch durchschießen. Jetzt aber vielleicht in die Seite. Jawohl, ja. So, da ist er durch. So, da haben wir noch den AT-8, alles klar. So, dann haben wir oben noch einen Cromwell T25 halbe. Der ist aber runtergeflogen vorhin. Da stürzt das Flugzeug auch gleich ab. Das heißt also, da hinten dürfte nicht mehr so viel passieren. Eigentlich kann man dann schon pushen. Guck mal, 13-13. Ein Treffer, ne, oder einmal Schaden gemacht, 131 Schaden gemacht. Also wir haben noch jede Menge HP, die noch über sind, zum kaputt machen. Ja, Unterwanne vom Löwen ist natürlich überhaupt kein Problem. Ne, kommt man immer sehr gut durch, also selbst so wie der gewinkelt stand, das ist kein Thema. Ne, kann man noch kurz ranfahren. Oberwanne vom Löwen. Ja, Oberturm braucht man auch nicht drauf schießen. Also da ist der Löwe wirklich bockenstark. Die Oberwanne haben sie ja auch geändert. Das heißt, die wurde auch ein bisschen verstärkt. Oh, jetzt wird es aber langsam alleine. Naja, gut, AT ist noch dahinter, T34. Ja, oh, Alter. Oh, ein Cromwell mit APCR, das gibt's ja auch nicht. Aber auch schön gewinkelt, so, der genauso schön ins Kettenlaufrad. Das heißt, die Kette ist runter, der steht da, glaube ich, sogar noch. Muss er nur mal gucken mit dem Cromwell. Oh, das ist schön, schön Ketten, ja, nicht so weit vorfahren. Jawohl, ich meine, das ist doch geil, ne? Da fährt er zurück. Nur in der freudigen Erwartung, dass du ihm nochmal die Kette ziehst. Ist das nicht schön? Ach, herzallerliebste. Und nochmal. Ach, Mensch, jetzt Kinders. So, der müsste auch dann gleich weg sein, wenn das so klappt. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, was ich bisher von diesem AMX gesehen habe, gefällt mir wirklich extrem gut. Also, wie gesagt, jetzt nicht nur das Match, sondern ich hatte, wie gesagt, man eine Zeit lang hatte Ultim die ganze Zeit gespielt. Und das sah ganz interessant aus, ne? Weil der Alpha-Schaden so mit 300 ist, mit dem Reload und so weiter, die Pene und auch Durchschlag und so. Also, das. Durchschlag ist ja Pene, nee, die Genauigkeit, würde ich sagen. Ne? Da ist das wirklich schon gar nicht so verkehrt. Oh, da haben wir noch einen Franzosen, der hat allerdings keine Panzerung. Wie alle Shermans irgendwie. Ne? Die Dinger wurden ja auch in Massen gebaut. So, hier haben wir noch, da muss man allerdings wirklich aufpassen bei dem Teil. Ist ja auch der 8er Medium Premium von den Franzosen. Extrem hohen Alpha-Schaden mit um die 400, also da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. So, es steht 5-9, alter Schwede.
5 Panzer noch. Das sieht ja nicht so gut aus. So, das KV-85, der ist nicht weiter schlimm. So. Bevor jetzt irgendwer schreit, nein, das war kein Advanced Auto Aim, sondern da war die Kanone schon drauf, dann kann man da auch anvisieren. Weil momentan ist es ja wirklich so, alles was irgendwo, den haben wir anvisiert, da schreien immer gleich alle von wegen mit Auto Aim und so weiter, nicht? Heute ist ja auch die Bannwelle durchgegangen von Wargaming, oder sie haben es auf jeden Fall angekündigt, mit knapp 3000 Accounts, die erstmal eine 7-Tage-Sperre kriegen und dann sollte das nochmal passieren. Wird der Account gebannt. Jawohl. Ja, das sollte jetzt auch funktionieren. Dann kann er die IS-3 ganz entspannt rausnehmen. So, okay, der Kollege ist weg. Jetzt schön reindrehen, leicht anwinkeln, genau, sehr gut. Und da sieht man, da prallt man dann auch mal mit einer IS-3 ab. Jawohl. Man kann es nicht besser machen. Ass rein. Ja. Und da bei solchen Sachen, ganz ehrlich, geht in die erste Stufe vom Richtschützenmodus rein. Ganz wichtig. Ne, weil da kommt, da steigt immer kein Mensch durch, genau. Und das Ding ist wirklich ein Panzerungsmonster. Wenn er so leicht gewinkelt ist, ihr habt da wirklich 250, 260 Winkelung drin. Das ist richtig geil mit dem Teil. So schön durchs Kettenlaufrad. Warum der auch immer nicht durchging. Dicke Max kommt auch nicht durch. Oh, die IS-3 ist dann wieder abgeprallt. So, da hinten haben wir noch eine Hellcat, für die sich überhaupt keiner interessiert von den anderen vier. Aber das scheint jetzt gleich durch zu sein. Aber man hat mal gesehen, da stand eben 5 zu 9. Jetzt steht es 5 zu 2. Die haben 7 Panzer in einer Minute verloren. Das oder in anderthalb Minuten. Das musst du dir mal reinziehen. Ne? Da fragst du dich immer, was machen die Leute da? Ne? Schmeißen sich dann wirklich so weg. Ne? Dann teilweise nehmen sie auch wirklich dann... Ne, ganz oft hat man es falsche Munition. Wie gesagt, AMX CDC brauchst du nur mit HE drauf schießen. Irgendwo hin. Ne? 21 HP, irgendwas fliegt da schon in die Luft bei der Cola-Büchse. Ne? Nein, da wird auch mit AP drauf geschossen. Klar, bounced da nicht immer. Oder bounced da fast nie was. Aber man weiß es beim Killshot, das Ding bounced. Naja, da hinten haben wir dann die IS. Ich sag mal, eine souveräne Runde. Ich fand das ganz witzig. Ne? Weil, also er ist schön draufgegangen. Ne? Ordentlich. Ich hätte fast gesagt, immer schön auf die Fräse, wie das auch sein muss. Muss ich immer die Auswertung hier reinziehen. Ne, damit ihr auch mal seht, worum es hier überhaupt ging. Also, da haben wir die richtige Auswertung. So, gespielt von Kurt W., wie gesagt. AMX M4. Ja, das Ding gemeistert. Ordentlich Credits. Ja, gibt es Steelboy. Wir gucken gleich mal, wie viel. Das war gar nicht so wenig. Das Großkaliber. Ja, 8 Panzer angeschlossen. 9 sind es, wer richtig zählen kann. So, macht 1514 Base XP mit 7 kleinen Medaillen, mit diesem ganzen kleinen Geraffel noch. 4087 Schaden für einen 8er Panzer. Ist schon ganz ordentlich, wie gesagt. Gab auch gut Credits. Und ja, gucken wir mal. 23 ist abgegeben, davon 22 getroffen. Wie gesagt, ein bisschen weniger Auto-Aim, gerade was in diesem Nahkampf ist und so weiter. Aimt die Ziele ein und schießt dann gezielt drauf. Erste Zoom-Stufe wesentlich effektiver. Bist weit genug weg gewesen, brauchst du gar nicht so, ne? Deswegen ist viel besser, gerade IS-3 mit Schottpanzerung und so weiter. Mit dem Auto-Aim triffst du, ne? Kanone ist gerade, schießt du immer in die Schottpanzerung rein, immer mistig. Deswegen einfach raus aus dem Auto-Aim, sauber visieren, Schaden machen, dann wäre es noch mehr Schaden gewesen. Gut, macht 4087 Schaden. Ja, 3020 geblockt, ist auch schon ganz ordentlich. Sag mal, für so ein Gefecht, wo du auch gut unterwegs gewesen bist halt, ne? Ja, 7000er Damage-Pool für einen 8er Heavy, gar nicht mal so schlecht. Ja, und 91.000 Credits sind rausgekommen. Also von daher, alles gut, alles toll. Schöne Runde gewesen, schön solide. Und ja, war die einzige Runde vom AMX M4, die ich geschickt bekommen habe und die wollte ich gerne zeigen. Und ja, damit ist sie hier. Ich hoffe, euch hat sie gefallen und wir sehen uns gleich zum zweiten Match. Bis gleich. So, da geht's weiter mit der zweiten Runde der Gastreplay von World of Tanks. So, wir befinden uns auf Pilsen. Diesmal sehen wir ein 3er-Tier-10-Platoon. Jawohl, da kann man wohl sagen, geballter Stahl. Ja, wir können mal gucken. Wir befinden uns, wie gesagt, T10, eine Art auf beiden Seiten, gespielt von Zerofighter 1987 von Clan CRW. Und dabei seine beiden Kumpels, jeweils mit den Mäusen, Black Reaper 80 und Shawley 0815.
So, ja, gucken wir mal. Das geht auch ab Richtung Heavy Gasse. Wollen wir mal gucken, wie sich's entwickelt. Gegenseite hat natürlich, boah, ich sag mal, so einen halben Heavy mit dem 183er, mit der Gun des Todes, der Verderbnis auf Doom of Darkness ist Todes und so weiter und so fort. Gut, gehen wir mal auf seine Sicht drauf, gucken wir mal. Ja, ich hatte zwischenzeitlich noch eine zweite Runde vorher gehabt. Da war dann das Problem, dass halt leider ein Mod benutzt worden ist, der nicht zugelassen ist. Dementsprechend, ja, nicht geschafft in die Gastri-Plays. Vielleicht beim nächsten Mal. So, so kann man es auch machen. Das nenne ich mal ordentlich auf die Kupula geballert, ne? Ja, schön 540. Das ist ja das Schöne bei der IS-7, ne? Dass die auch einen richtig schönen Alpha-Schaden hat, ne? So 540 Flöten sind schon ordentlich, ja, die sind schon nett. So, da geht's auch gleich weiter. Ja, IS-7, T-10, der Russen, wer es noch nicht wusste, jetzt wisst das. Ich finde den echt ganz gut. Das ist so ein typischer, ja, wie soll man das sagen? Ich sag mal, das ist so ein Anfänger-T-10er, um das mal so auszudrücken. Das ist total, also ich mag den total gerne. Ja, passt irgendwie. Eine Anfänger-T-10er Nossi mag das Ding. Ja, hat damit was zu tun. Er verzeiht unwahrscheinlich viel, ne? Weil, wenn du mal seitlich irgendwo rausfährst, die Schottpanzerung frisst doch eine ganze Menge, ne? Da kommt dann wirklich, sage ich mal, der Russenbonus zum Tragen. Das ist halt leider wirklich so. Oh, da ist auch alles gut. Ja, Tiger 2, das müsste sich eigentlich aufgehen. So, Löwe kommt nicht durch, das ist schon mal gut. So, das müsste eigentlich auch funktionieren. Zack. Und wieder 497. Wunderbar, wunderprächtig. So, da sieht man, der Tiger ist durchgekommen, auch mit AP, weil Unterwanne von der IS-7 ist extrem weich. Oh, der steht ja aber gerade sehr nett da. Ah, schönes Ding. Leider ein Low-Roll, aber scheißegal. Hätte eh nicht gereicht zum Zerfleddern. Ne? Ansonsten, IS-7, wie spielt man gegen sie? Also wie gesagt, Unterwanne, wenn die Dinger hold down sind, sucht euch einen anderen Panzer oder ihr habt einen fetten TD, ladet auf HE um. Es rentiert sich. Ne? Macht dann so 300-400 Schaden, aber irgendwann werden die auch nervös. Ne? Ansonsten, wenn ihr 7 vor euch 45 Grad Winkel rausfährt, immer schön aufs Kettenlaufrad drauf. Da kommt ihr nämlich durch und macht Schaden und trackt. Oh, oh, oh. Ja. Jawohl. Und, Alter, Hammer. Aus dem Winkel, das ist ja wohl der Knaller. Weißt du, so richtig schön 45 Grad Winkel durchs Kettenlaufrad und die Karre angezündet. Ist das geil, ist das toll. Jawohl, und weg ist er. So, wir sind bei 4099 Schaden. Die Runde ist nicht mal 3 Minuten im Gange. So kann's gehen. Und das sind für mich Panzerschlachten, weißt du? Schön alle voreinander fahren und sich mit wachsender Begeisterung so richtig übel auf die Fresse hauen. So, weiter geht's. Nicht ins Kreuzfeuer reinkommen. Da hinten haben wir noch eine Grille. Oh, die ist durch. 862, Alter, das sind aber auch Dinger. Also der Löwe ist mit dem dahin beschäftigt. Jetzt würde ich aber mal sehen, dass ich hier so langsam wegkomme. Nicht, dass du dir jetzt gleich noch die nächste einfängst. Ah, das wird eng. Boah, jawohl, Glück gehabt. Schön die Kette gezeigt an der Seite, ne, so dicht am Haus. Das Schöne ist, dass der 4202P jetzt endlich mal den Löwen zerballert hat. Wurde ja auch langsam mal Zeit. Ich meine, mit 6 oder 7 Sekunden Reload, 5 Minuten brauchen, naja. Ja, da ist, das haben wir auch manchmal mit den Russen das Problem, dass die Kugeln dann runterfallen. Jagdtiger, die 500 können wir uns schenken. So, der hat dann gerade mal den FV zerballert und dann können wir schön auf die Wanne schießen. Das müsste eigentlich reichen. Ja, voll, sehr schön. So, E100. Unterwanne sollte auch kein Thema sein. Das geht eigentlich auch relativ gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den E75, den 9er der Deutschen, wesentlich besser als den E100. So vom ganzen Gefühl, aber das ist rein subjektiv. Das ist, also ich finde den einfach von der Panzerung irgendwie cooler. Weil E100, weiß ich nicht. Also entweder sind die alle zu blöd. Ich meine, gut, gegen Unicums, da kommen, die wissen, was sie machen müssen halt, aber ich sag mal so in Anführungsstrichen, so halb Otto normal kommt man relativ gut da nicht durch. Ne, guckt hier, ne, dem Winkel, der steht 45 Grad gewinkelt oder nicht, naja, 30 Grad waren es vielleicht, ohne Probleme. Ne? Und das war so, jetzt lädt er erst auf Premium um, ne, weil die AP alle ist. So, wir sind bei 6566 Schaden, 7, 8 Panzer noch. Ja, das sollte man dann vielleicht dann doch mal vernünftig zielen. Der hat mit HE geschossen. Ja. Und zack, weg. So, mittlerweile sind wir bei 4 Kills, 6809 Punkte. Ja, VK4503A. Toller Premium. Finde ich total klasse, das Ding macht richtig Spaß. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Map, finde ich irgendwie cool. Die ist ja irgendwie bei ganz vielen Leuten verhasst. Ich finde die toll. Also mir macht die echt Spaß. Ja, ich weiß, Nossi mag alle Maps. Nein, nicht alle, aber viele. So, schön auf HE umgeladen, weil da vorne ist ein Waffträger auf Panzer 4. Also hier könnt ihr mal sehen, wie einer wirklich mal mitdenkt. Ne? So gut, das war jetzt ein WZ.
der da hinten drauf geschossen hat, na klar, gut, da kann man schon mal die Kette treffen. Aber wir können mal ganz kurz die Seite zeigen. Diese Schottpanzerung hier oben, ne, das ist echt, das ist so übel. Also IS-7 ist eigentlich wirklich, das ist echt so ein Drecksding halt, ne. Also macht total Spaß zu spielen, wie gesagt, ich finde den total toll. Der ist mobil. Ja. Schön mit HE, einfach irgendwo drauf. So, da haben wir noch den WZ, was haben wir noch, ein Panther 2 haben wir noch und den GWE 100, der da hinten irgendwo rumoxidiert auf A0. Oh, das soll, das Ding ist eigentlich gewonnen, definitiv, so sind wir 6842 Schaden. 5 Kills mittlerweile, wieder die Kette, immer so ganz leicht gewinkelt, wenn die nicht ganz sauber auf die, wenn die nicht ganz sauber auf die Unterwanne zielen, ziehen die eigentlich immer die Kette und das ist echt cool bei dem Teil. Oh, scheiße, der brennt ab. Ja, mal gucken, vielleicht kriegt er noch einen Krieger, würde mich freuen. Verdient hat das, weil schön aggressiv gespielt, schön aufgepasst, also richtig toll, so die Maus geblockt hier vorne, auch sehr schön. Naja, und drauf da, so wollen wir hoffen, dass Black Reaper 80 mit seiner Maus mit 72 HP nicht drauf geht, aber ich glaube, die kommen da alle gar nicht durch. Ich meine, Artisave sollte er stehen, sonst ist er weg, aber der WZ dürfte da nicht gar nicht durch, gerade von vorne nicht durchkommen. Da muss ich was sagen, ich weiß nicht genau, was der an Durchschlag hat, der Achter. Hab den selber nicht und die Penetrations gerade nicht im Kopf. So, ja, das könnte funktionieren. Der WZ wird auch, geht auf den Bulldog. Nein, geht er nicht. Ja, auf jeden Fall kann man schon mal sagen, wir sind bei 7.344 Schaden, 10.253 Ingame-W8. Gut, die ist extrem ungenau. Oh je, da flattert dann noch die Leichen. Jawohl, schöner. Oh, Übernormal-Roll ist ja auch schon mal ein Vorteil. Alter. Na komm. Hol dir wenigstens den Krieger, den hast du dir verdient. Dafür war es eine tolle Runde. Ey, dass die Leute dann noch abhauen wollen, das verstehe ich meinen Lebtag nicht. So, genau. Scheiß auf den WZ. Zack, und weg. Sehr schön, sehr schön. Bevor jetzt wieder irgendwer schreit, illegale Mods und so weiter, die Replays sind nicht synchron. Das heißt, du kannst auch danach draufschalten und es zeigt dir manchmal vorher an. Also wie gesagt, bevor jetzt wieder einer rumschreit. So, 8242 Schaden. Toll gespielt, tolles Match gewesen, hat mir gefallen. 7 Kills. Ich zieh mal eben die Auswertung rein. So, also, Maus regelt, genau, von Zero Fighter. Also, das Ding gemeistert, die Steel Wall, das Großkaliber und die Top Gun. So, dann haben wir 8242 Schaden, 7 Kills, 1474 XP, 8 Medaillen. So, detaillierter Report, 23 Schüsse abgegeben, davon 20 getroffen, 19 Durchschläge. 8242 Damage, wie gesagt, ja, kann man so machen. 2590 noch geblockt, auch sehr schön. Ja, knapp 8 Minuten gedauert die Runde. Ja, 112.813 Credits mit Premium rausgekommen sind, 42.711. Da ein bisschen mit APCR geschossen zum Schluss, weil normal alle war oder irgendwie alles alle war. So, ja, 2211 XP mit Premium mal 3. Ja, 27.11. gespielt. Und Playing for Platoon 442 macht 7075 XP. Ja, so kann man losgehen. Ja, tolle Runde, hat mir gefallen. Wie gesagt, bevor irgendwer schreit zum Schluss von wegen Advanced Auto Aim, ich halte mich da ganz ehrlich zurück, weil das Problem ist einfach, die Replays sind sowas von buggy, die werden ja selbst vom Wargaming nicht angenommen als Beweis. Ne? Deswegen halte ich mich da gerade mal zurück. Alles andere konnte man sehen, war alles gezoomt, da war überhaupt kein Auto Aim oder sonst was mit dabei. Von daher denke ich mal, alles gut. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin dann, macht's gut. Tschüss.